Jesus, Gandhi, es ist schön, dich hier zu treffen. Ich habe viele Geschichten über deine friedlichen Proteste und deinen Kampf für Gerechtigkeit gehört, Gandhi. Danke, Jesus, es ist eine Ehre, dich zu treffen. Deine Lehren über Liebe und Barmherzigkeit haben die Welt ebenfalls tief beeinflusst. Jesus, doch leider scheint die Welt heute weit von dem entfernt zu sein, was wir uns erhofft haben. Gewalt, Ungerechtigkeit und Gier herrschen weiterhin. Gandhi, ja, es ist enttäuschend zu sehen, wie wenig Fortschritt wir gemacht haben. Trotz all meiner Bemühungen um Gewaltlosigkeit und deine Botschaft der Liebe scheinen die Menschen immer noch im Kreis zu laufen. Jesus, es scheint, als hätten sie vergessen, dass die wahre Stärke in der Liebe liegt. Statt einander zu lieben, sind sie geteilt durch Hass und Vorurteile. Gandhi, und die Gier hat sich in ihren Herzen festgesetzt. Sie streben nach Macht und Reichtum, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen oder des Planeten. Jesus, doch wir dürfen nicht die Hoffnung verlieren. Es gibt immer noch jene, die nach unseren Lehren leben und für eine bessere Welt kämpfen. Gandhi, das ist wahr. Solange es Menschen gibt, die bereit sind, für Frieden und Gerechtigkeit einzutreten, gibt es Hoffnung. Vielleicht müssen wir nur lauter sprechen, damit unsere Botschaft gehört wird. Jesus. Vielleicht, aber wir müssen auch erkennen, dass Veränderung Zeit braucht. Die Samen, die wir gesät haben, werden irgendwann Früchte tragen. Gandhi, du hast recht, Jesus. Wir dürfen niemals aufgeben. Solange es Menschen gibt, die nach dem Guten streben, wird unsere Arbeit weiterleben. Jesus, möge unsere Begegnung heute dazu dienen, ihre Herzen zu berühren und sie dazu zu inspirieren, das Beste in sich selbst und anderen zu sehen. Gandhi. Amen, Jesus. Möge unsere Liebe und unsere Botschaft der Hoffnung die Welt für immer verändern.